Ich meine, das ist ein wundervoller Skin, aber die Animationen sind... Oh mein Gott! What do you mean? Was heißt du vom neuen... Ach, der neue Skin, ja, hier. Wer das noch nicht gesehen hat, also es gibt hier... Es gibt jetzt hier League of Legends Immortalized in der LoL-Esports-Szene. Ne? Und dann hier seht ihr First Among Legends Players the King, hier ist Faker. Hier ist der Hall of Legends Faker Trailer. Ich schau mal uns an. 전설이 되기 위해 필요한 건 무엇일까요? 사실 Faker는 떡잎부터 달랐죠. We gotta introduce you guys to Faker. 1대1이다. 놈인데. He could carry the game by himself. Became more of an anomaly. 얘가 게임을 진짜 잘 알았구나. 그 한 5, 6년 더 없었구나라는 생각 많이 했었어요. 저도 울었죠. 이제 자식이 오는데 뭐 안 우는 부모가 어떻게 했어요? 7 years of doubt. Am I still good enough? Da saß ich da. Das war so hyped, das Event. Jetzt wartet die Scheiße. Ich will nur kurz diese Arena. Diese Arena war so geil, ne? Dieser Monitor. Ich weiß nicht mal, ich wusste nicht, dass sowas geht. Das ist so ein curveden Monitor, der miteinander. Das ist crazy, was mittlerweile möglich ist. Das sind lauter so einzelne Panels, die miteinander interagieren. Das ist ganz krass. 모든 프로게이머들의 부상이 되시는 건데. 그냥 미스터 LOL이지. 써 LOL 이렇게 해야 되나? Will there ever be another Faker? No. Nein, glaube ich auch nicht. Also man muss realistisch sein, was Faker in League of Legends geschafft hat, aufgebaut hat, wie lang er relevant ist als Pro-Player, ist sehr schwer zu, also reproduzierbar. Ich glaube, es ist unmöglich, ehrlicherweise. Ich dachte, es ist unmöglich. Also ich würde sagen, es ist unmöglich. Aber an der Stelle möchte ich mal kurz erwähnen, ne? Wisst ihr vielleicht nicht, habt ihr vielleicht nicht gehört, aber ihr seid in der Präsenz von jemand, der Faker ein paar Mal solo killed hat. Naja, ne? Ich sag mal so, es ist leicht für jemand meiner Qualität, so einen Spieler auch mal in die Schranken zu weisen. Ne? So, weiter geht's. Und jetzt kommen die Skins. Also das sind jetzt die Skins, die kommen für Faker. Er kriegt eine Irelia, glaube ich, und zwei Aris. Ist das richtig? Zwei Aris bekommt er. Es gibt einen Hall of Legends Pass, gibt's, so wie es aussieht. Oder eine LeBlanc. Eine LeBlanc kriegt er, okay. Ein sehr schöner LeBlanc-Skin. Das ist ein sehr schöner LeBlanc-Skin. Nice. Die Ari-Collection. Das ist die Ari. Also Skins kann Riot schon, ne? Wait, zählt ihr die Kills? Oh mein Gott! Ja, okay. Das ist kinda nice. Immortalized? Wait, sind die alle unterschiedlich? Oder sind es unterschiedliche Level, die du dir kaufen kannst? Oh mein Gott. Hat sich die gerade in eine Knospe gemacht? Oh. Ja, also es sind brutales. Das sind legit brutale Skins, so. Heftig mit den ganzen Trophäen dazu. 32.000 RP. Der Skin kostet 300 Euro, das Set.
Facts, Bro. Ich meine, das ist ein wundervoller Skin, aber die Animationen sind, oh mein Gott! What do you mean? Oh! Oh, das, oh, Leute, ey, hey, wie steht's denn um unsere Primes aktuell? Ne? Also, ich habe gerade gemerkt, dass in Zukunft relativ hohe Kosten auf mich zukommen. Und, naja, wenn ihr noch eine Prime-Subscription frei hättet, ne, dann, naja, ne, einfach mal auf Abo aufwerten klicken und, danke an Willi, Dennisy, Simpson, Nutella Keks, Friendship Keks. Ja, das. Vielen, vielen Dank. Oh, geiler. So geil. Wetzel, Xerxes. Milena, Peter, Zwickert, holy shit. Ich komme gar nicht hinterher. God damn. Willkommen, ne? Grüße gehen raus. O7 in den Chat. Ich habe dich so Salami. Danke für die 10. Appreciate it. Schön, dass Sie hier sind, werden Salami. Oh shit, Lush ist gewählt. Oh shit, was ist noch gut mit Nami? Außer Lushen. Twitch? Twitch? Ah, nee, Twitch. Auch vielen, vielen Dank euch allen für die Subs. Ach, Mann. Da werde ich wohl reincashen müssen, ne? Da werde ich wohl reincashen müssen. Das teure Fuck. Mein Gott! Das ist so gemein! Das ist ein geiler Skin, Leute. Das ist so ein geiler Skin, ne? Ey, hast du diesen Faker-Skin gesehen? Wie krank ist der denn? Ja. Der sieht ja so geil aus. Die Frage aber ist, hast also du die 600 hast du die Euro gelesen? Ist schon rough. Ja. Ja, und ein dicker, wie heißt es denn? Battle Pass kommt auch noch dazu. Den muss man auch noch zahlen. Also ich glaube nicht, dass du den haben musst für den Skin. Aber da steht, dass da 100 Level von dem Battle Pass dabei sind, wenn ich das richtig gesehen habe. Ah, ja, okay, dann wenigstens das. Dann kriegst du wenigstens ein bisschen aus für dein Geld. Vielleicht kannst du es dir auch einfach erspielen über den Battle Pass und du kannst ja nur so, könntest du dir alles kaufen, weißt du? Und sonst musst du halt sau viel spielen. Im Pass ist nur der Leblanc-Skin drin, sonst nichts. Okay, das, also. Ich meine, weißt du, es ist halt die Frage, unterstützt man jetzt sowas oder nicht? Weil ich will den Skin eigentlich haben. Aber bin ich ganz ehrlich, ich finde den gigasick. Ich glaube, wir fragen einfach Riot ganz lieb, ob sie ihn ins LPP nehmen. Lol. Ich will den auch besitzen. Aber weißt du, wenn du das halt unterstützt, dann sagst du ihnen halt, ja, das ist geil, so komplett überzogene Skins zu verkaufen. Und das ist halt, also, eigentlich ist das ja nicht fein, oder? Ups. Nee. Also 600 nee. Euro für Skin, weil du genau weißt, die spielen halt mit unseren Gefühlen, ne? Ich meine, wenn der Skin jetzt 50 Euro oder so kosten würde, sagt ja niemand was. Selbst in Korea kennt dich jetzt jeder. Du und dein Set haben sogar Faker geklärt.